Servus Clubfans, am Freitag steht der 10. Spieltag der zweiten Liga an und für unseren Club geht es mit guter Bilanz nach Aue, denn aus den letzten 8 Zweitligaspielen konnten wir 6 gewinnen und dabei jedes Mal mindestens einmal treffen. Zuletzt gab es leider die einzige Niederlage, nämlich einen 3:1 in Aue. Die Saison davor jedoch konnten wir mit 2:1 für uns entscheiden, damals durch die Treffer von Kevin Möwald und Guido Burgstaller. Beide Mannschaften müssen am Freitag auf den ein oder anderen Spieler verzichten. Beim Club fällt unter anderem Christian Martinha aus, der sich im letzten Spiel schwer verletzt hat. Dafür gibt Andi Luxe sein Debüt und wir haben mal mit ihm gesprochen. So, Andi Luxe steht jetzt auch neben mir. Servus Andi, wie ist denn bei dir die Gefühlslage jetzt vor deinem Zweitliga-Debüt am Freitag? Ja, schon eine große Vorfreude. Also wir haben jetzt lange genug Zeit gehabt in der Länderspielpause, uns darauf vorzubereiten. Und ja, jetzt geht es dann heute im Bus und morgen geht's los. Hast du dir schon was überlegt, wie du das Spiel angehen wirst? Ganz normal, also ich muss jetzt nichts Besonderes machen. Ich habe mittlerweile meinen Stil gefunden über die letzten 15 Jahre im Profibereich und muss einfach das abrufen wie im Training. Wird schwer genug sein und deswegen werde ich jetzt nichts Großartiges verändern. Ja. Also auch keine Nervosität, Anspannung jetzt vor dem Debüt? Doch, auf jeden Fall Anspannung, glaube ich, gehört dazu. Gerade vom ersten Spiel ist vielleicht ein Tick mehr wie sonst, aber ich habe in Ingolstadt schon quasi mein erstes Spiel für den Club bestritten. Kenne ein bisschen das Gefühl, am Platz aufzulaufen und so werde ich morgen auch reingehen. Ihr seid bislang seit 6 Spielen ungeschlagen. Wieso wird es jetzt das 7. Spiel am Freitag folgen? Ja, weil wir den Lauf nicht beleidigen wollen. Okay, aber wie wollt ihr das Spiel angehen? Ja, wie zuletzt auch. Also ich glaube, wir haben ein bisschen unseren Stil gefunden. Nach kleinen anfänglichen Problemen, sage ich jetzt einmal, aber durch die vielen Neuzugänge hat das ein bisschen Zeit gefunden. Jetzt haben wir, glaube ich, jeder weiß, was er zu tun hat und wir sind gut drauf, lassen hinten wenig zu und in der Offensive sind wir immer für Tore gut. Dann danke dir. Wir wünschen euch die 3 Punkte, wie schon gegen Hannover, den nächsten Auswärtsdreier. Dankeschön. In den letzten 3 Spielen kassierte Aue insgesamt 7 Gegentreffer und damit 1 mehr als in den ersten 6 Spielen der aktuellen Saison. Außerdem konnte man die letzten 6 Heimspiele saisonübergreifend ungeschlagen bestreiten, dabei sogar 4 Siege einfahren. Dementsprechend erwartet Topscorer Nikola Dovedan ein schwieriges Auswärtsspiel. Wir haben die Jahre davor auch immer gepflegten Fußball gespielt und jetzt stehen sie defensiv auch richtig gut und lassen wenig zu. Und ich denke, dass sie verdient da oben stehen. Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall so antreten müssen wie in den Spielen davor, mit der nötigen Präsenz und auch mit der nötigen Körpersprache und den Gegner von Anfang an zeigen, dass wir den Sieg haben wollen und ja, dann bin ich guter Dinge. Aue ist so etwas wie der Lieblingsgegner für unseren Club, denn gegen keine andere aktuelle Zweitligamannschaft gab es im Schnitt mehr Punkte als gegen die Veilchen. 2,4 Punkte an der Zahl, die wir im Schnitt holen konnten. Auch deswegen ist Trainer Dirk Schuster gewarnt. Haben natürlich jetzt mit dem ersten FC Nürnberg auch eine Mannschaft vor der Brust am Freitag, die uns alles abverlangen wird, die ganz klar auch die Zielstellung hat, in dieser Saison aufzusteigen, die einen sehr gut besetzten Kader haben. Wer das letzte Auswärtsspiel der Nürnberger gesehen hat in Hannover beim 4-0-Sieg, weiß mit welcher Effizienz, Kaltschnäuzigkeit und mit welcher Qualität sie vorne auch ihre Chancen genutzt haben. Vor diesem Hintergrund sind wir natürlich gewarnt. Genau diese Effizienz braucht der Club auch am Freitag, um nach Hannover und Dresden den 3. Auswärtssieg einzufahren. Mit insgesamt 14 Toren aus den letzten 7 Spielen hat der Club außerdem ligaweit die beste Offensive. Auch deswegen freut sich Trainer Damir Kanadi auf eine spannende und vor allem intensive Partie. Wenn man sich die letzten 5 Spiele anschaut, 2 Siege, 2 Remis, eine Niederlage gegen den HSV, zeigt dann auch schon, dass die Mannschaft Qualität hat, gegen Stuttgart ein Unentschieden. Also dann sieht man schon, dass die Mannschaft Qualität hat, dass sie speziell als Team hervorragend auftreten, dass sie alles versuchen, gegen den Ball, was man zu verteidigen hat, reinzuhauen. Und nach vorne hin haben sie natürlich in der Spitze dann schon Möglichkeiten, speziell mit ihren kreativen Spielern wie Nazarov oder Zestroy, die dann ganz vorne auch Tore erzielen.
und sie lauern auf ihre Chancen und das machen sie natürlich, das möchte ich erst gefragt, Zweitliga-Fußball, das macht ihnen auch aus, dass sie dann Geduld haben und warten auf die eine oder andere Chance, die sie dann vielleicht nützen und dann hinten natürlich in der Defensive extrem stark verteidigen. Etwa 1800 Clubfans werden in Aue erwartet. Somit sind alle Gästetickets restlos vergriffen. Wir wünschen wie immer allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise. Checkt gerne nochmal die Faninfo auf fcn.de und an alle, die zu Hause bleiben, viel Spaß mit der Spieltags-App bzw. im Fanradio. Wir freuen uns, dass es nach der Länderspielpause endlich weitergeht und zählen auf euren Support.